Der Infotag an der Uni Liechtenstein ist eine ideale Plattform für Schüler, Maturanten, Hochschulabsolventen und Weiterbildungsinteressierte. Am 17. März konnte man den Campus der Universität Liechtenstein erleben und sich über Möglichkeiten informieren. Heute findet der Infotag an der Uni Liechtenstein statt und da gibt es grundlegende Informationen für neue Bewerber an der Uni und eben Informationen, was sie hier studieren können. Und es gibt auch Schnuppervorlesungen und weitere Veranstaltungen. Mein Name ist Dieter Jüngling, ich bin Architekt und an der Schule seit 10 Jahren als Hochschuldozent und seit etwa 3 Jahren als Studienleiter Bachelor tätig. Mein Name ist Manuela, ich bin Architekturstudentin im 4. Semester. Wir haben heute Informationstage in unserer Uni und jetzt führe ich ein paar Interessenten durch die Uni führen und eventuelle Fragen beantworten. Also wir haben 150 Studenten, die teilen sich auf. 100 Studenten im Bachelor, das sind die ersten 3 Jahre vom Studium. Und 50 bis 60 Studenten im Master, das wäre ein Zusatzstudium, das 2 Jahre lang geht. Wir haben hier mal prinzipiell Infodesks für die Bachelor-Studiengänge, BWL und Architektur, dann für Master, auch Architektur und wieder die verschiedenen BWL-Spezialisierungen und auch fürs Doktorat, also für den PhD. Und dann gibt es noch Schnuppervorlesungen von den verschiedenen Professoren und allgemein vom Campusleben, von der Spinnerei, vom Unisport und von Start Liechtenstein. Also jede Menge Informationen, was interessiert. Wir haben laufende Studios natürlich, also dass die Interessenten auch ein bisschen sehen, wie wir arbeiten in dem Studio. Natürlich ist schon ein Atelier, dass der Grossraum etwas Besonderes, aber auch sich vorzustellen, wie schafft man ein Projekt eben in diesen Studios da, wo wir verschiedene Stufen haben, wo die Interessenten einen Einblick haben. Es ist sehr gut frequentiert, also kommen ständig Leute, wie man hier auch sieht. Und waren sicher schon 200 bisher hier. Und es geht ja noch ein bisschen. Das ist, glaube ich, meine 5. Gruppe heute. Ja, also seit heute Mittag, eigentlich seit um 19:30 Uhr, ja, ziemlich besucht. Meine Erwartungen sind, dass die Interessenten ein bisschen einen Einblick haben, was wir hier machen. Dass wir eigentlich so die Öffnung haben, wo wir sonst ja immer so ein bisschen hinter verschlossenen Türen arbeiten. Dass wir können zeigen, was für eine Atmosphäre, was für eine Stimmung das da innen herrscht. Und natürlich Einblick geben in ein Studium, wie das könnte ablaufen und können sich entwickeln für die Kandidaten oder die Interessenten an dem Architekturstudium. Ich finde es super, so wie es jetzt aufgezogen ist, erhält man wirklich schon einen guten Einblick, um was es geht, was man hier machen kann und so ein bisschen, wie es sein wird. Also wie die Vorlesungen aussehen können, wie die Räume aussehen und was für Leute hier sind. Also ich finde es gut.